muss für heute Abend noch einiges vorbereiten. Meinst du, du könntest schnell noch etwas für heute Mittag zum Essen einkaufen? Ja. Oh Mann. Nachdem ich geduscht und mich angezogen habe, verlasse ich das Haus und gehe zum Auto. Naja, so ist es nicht, ne? Es trifft ihn schon auch. Die frische Luft und die Zeit allein tun mir gut. Ich habe 7 Tage fast ununterbrochen mit meinem Team verbracht. Das ist ganz schön eng, 3 Großstädte in 6 Tagen. Es tat mir gut, letzte Nacht wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Auch wenn der Schlaf nur von kurzer Dauer war. Ich laufe durch die Stadt und suche nach einem Imbiss, in dem ich schnell etwas bestellen kann. Hallo? Handy, hier ist Clement. Hallo Clement. Wie geht's dir heute? Ich bin ziemlich nervös. Ich werde sie heute Abend nach dem Konzert treffen und habe Angst davor. Wie geht es ihr? Ich glaube wieder besser. Zuletzt hat Jasmin mir gesagt, sie wäre noch ein bisschen wütend, aber die Wut würde langsam verfliegen. Sie fehlt mir. Den Spruch kenne ich, hahaha. Ach, du fehlst ja auch, so viel ist sicher. Bist du dir da ganz sicher? Natürlich, das hat sie selbst gesagt. Ach, danke nochmal, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Das alles tut mir so leid. Junge, hör endlich auf zu jammern. Ja, du hast recht. Hab noch etwas Geduld, sie beruhigt sich jeden Tag ein bisschen mehr. Ach ja. Wirklich nett von dir, dass du mir sagst, wie es ihr geht. Hey, ich rufe vor allem an, um zu sehen, wie es dir geht. Ich erinnere dich daran, dass du genauso mein Kumpel bist wie Layla. Ich lächle. Ich habe wirklich tolle Freunde. Danke, Clement. Die Mädchen verbringen den Nachmittag zusammen. Sie bereiten sich auf das Konzert des Clowns vor. Ich frage mich, wie Clement wohl reagieren wird, wenn er eines Tages erfährt, dass ich dieser Clown bin. Aber es wird ihr gut tun, mal ein bisschen rauszukommen. Jasmin freut sich schon seit Monaten auf dieses Konzert und ihre Freude ist ansteckend. Ich hoffe es. Ich mag mir kaum vorstellen, wie nervös Layla jetzt ist. Hältst du bis heute Abend durch? Ich habe keine andere Wahl. Plötzlich bleibe ich abrupt stehen. Nur wenige Meter von mir entfernt steht Alex. Clement, ich muss leider Schluss machen. Okay, bis dann. Ich lege auf, während Laylas Bruder auf mich zukommt. Ich halte mich auf dem Laufenden. War das Clement? Ich nicke und gehe in Abwehrhaltung. Es scheint ihn zu belustigen, dass ich mich von ihm einschüchtern oder eingeschüchtert fühle. Ja, du hättest eine große, dicke, fette Nackenschelle mit so einem Fischbrett, ne? So einem Brett, so einem Schläger. So, ne? Dieses flache Brett, wo man Fische nach dem Angeln, also wenn man die angelt, mit so einem Brett, ne? Schlägt, ne? Fische muss man ja nach dem Angeln sofort, ne? Zerschlagen. Oder erschlägt man halt mehr oder weniger. So, mit so einem sollte er jetzt eigentlich voll eine gebuttert bekommen. Hinten in den Nacken. Nackenschelle. Keine Sorge, ich hab nicht vor, dir die Fresse zu polieren. Schade, ich hätte es jetzt gern gesehen. Verdient hätte es. Zu großzügig von dir. Er setzt sich auf eine Bank, die nur wenige Schritte von mir entfernt ist, und bedeutet mir, mit seinem Blick dasselbe zu tun. Also setze ich mich auch. Jasmin hat mir gesagt, dass sie und Clement mit dir in Kontakt stehen. Ja, sie geben mir Neuigkeiten von Layla. Zum Glück, denn sonst würde ich verrückt werden. Dann muss ich dir ja nicht erst erklären, was sie durchgemacht hat. Nein, ich glaube, das weiß ich. Ich habe kapiert, dass mich das, was zwischen euch war, nichts angeht. Ich stelle dir dazu keine Fragen. Aber sollte ich erfahren, dass du sie missbehandelt hast, versichere ich dir, dass du dich ihr nie wieder nähern wirst. Dann, ne? Gibt's doch noch so einen Fischtotschläger. In den Nacken. Oder ins Gesicht. Wäre vielleicht besser. Was hat sie dir erzählt?
Nur, dass ihr euch gestritten habt. Sie hat das Ganze ziemlich runtergespielt. Ich senke beschämt den Kopf. Nach deinem Gesicht nach zu urteilen, hast du dich wohl echt nicht mit rumbekleckert. Ich bin nicht stolz drauf. Freut mich zu sehen, dass du es offenbar bereust. Dann muss ich ja nicht mehr nachhelfen. Ich antworte nicht. Ich habe letztens übrigens gesehen, wie Layla sich mit einem Mädchen unterhalten hat. Sie hat mir erzählt, dass es deine Ex war. Ich drehe mich zu ihm um und starre ihn an. Melanie? Keine Ahnung, ihren Namen hat sie mir nicht gesagt. Eine hübsche Brünette mit blauen Augen. Ja, das ist sie. Weißt du, worüber sie gesprochen haben? Nein, es sah so aus, als hätte deine Ex meine Schwester einiges erzählt und sie getröstet. Die Situation war übrigens ziemlich komisch. Was könnte Melanie Layla denn erzählt haben? Er steht auf. Du hast es zwar nicht verdient, aber du tust mir echt leid, also sage ich es dir trotzdem. Seit gestern scheint es meiner Schwester wirklich besser zu gehen. Ich glaube, sie will sich mit dir versöhnen. Sieht aus, als hätte sie dir verziehen, was du getan hast. Ich sehe ihn dankbar an. Danke, Alex. Wirklich. Verdient hat es nicht. Schon gut. Ich hau wieder ab. Mach's gut. Er geht wieder weg. Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Als ich ihn gesehen habe, habe ich erwartet, dass er mich verprügeln würde. Er macht sich Sorgen um seine Schwester und er hat eingesehen, dass es das Beste ist, ruhig und überlegt zu handeln. Ich fühle mich schon etwas besser. All diese Infos machen mir Mut für heute Abend. Ach ja, stimmt, das ist ja schon. Jasmin und ich sind schon ganz aufgeregt und sie läuft durch das ganze Haus. Sie kann es kaum erwarten, Jay in ein paar Stunden auf der Bühne zu sehen. Den Videos nachzuurteilen, die ich gesehen habe, weiß er, wie man seinen Fans eine gute Show bietet. Ach, da fällt mir ein, ich habe meine Freundin noch gar nicht gefragt, wie ihr Treffen mit ihrem Idol gelaufen ist. Ich habe mich in meinem Selbstmitleid vergraben und geheult, während meine beste Freundin das Treffen ihres Lebens hatte. Mit meinem Freund. Jasmin? Ja? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie dein Treffen mit Jay gelaufen ist. Es tut mir so leid. Sie nähert sich mir und lächelt. Ach ja. Keine Sorge. Ich habe mir gesagt, irgendwann werde ich dir das schon erzählen. Hat sie mal zurückgesteckt, ne? Weil normalerweise will sie ja auch immer gleich alles erzählen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment. Mir geht es wirklich besser und ich habe Lust, schöne Geschichten zu hören. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen und wirft sich neben mich aufs Bett. Ja, wenn du wüsstest. Es war einfach wunderbar. Ich lache. Er war so nett und so höflich. Am Anfang wusste ich nicht, was ich sagen sollte und war wie erstarrt. Du bist Jasmin. Aber er hat gemerkt, dass ich nervös war und hat alles daran gesetzt, dass ich mich wohlfühle. Wir konnten ein bisschen länger als 3 Minuten reden. Er hat mich zum Lachen gebracht. Er war wirklich charmant. Eine Angst steigt in mir auf. Du hast dich doch nicht in ihn verliebt, oder? Nein. So, komm bitte. Na? Hihihihihi, Layla, für wen hältst du mich? Na, du wirkst so begeistert da. Natürlich bin ich das. Ich bin schon so lange Fan von ihm. Er ist ein Star. An so einen kommt man nicht ran. Und ich verliebe mich sicher nicht in einen Typen, mit dem ich gerade einmal 5 Minuten geredet habe. Na, pfiu, Glück gehabt, ne? Jay ist cool, sexy, singt wunderbar und ich finde ihn toll. Aber er ist nicht... Ja, er ist nicht was? Plötzlich wirkt sie verlegen. Er ist nicht wirklich mein Typ. Hihi, erzähl das jemand anderem. Was? Was Besseres fällt dir nicht ein? Ach, du kannst es mir sagen. Das ganze Schuljahr über hast du mir in Bezug auf Henry die Würmer aus der Nase gezogen und ich habe mir jeden Kommentar zu Clement verkniffen.
Aber seit ich euch habe Arm in Arm schlafen sehen, darf ich mir wohl ein paar Fragen stellen, oder? Sie sieht mich schockiert an, besinnt sich dann aber anders. Ah, gut. Sie senkt die Augen und starrt auf ihre Füße. Aha, erwischt. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir die in den Hosen und dann ziehen wir die runter. Du kannst wenigstens zugeben, dass du in Clement verliebt bist. Sie seufzt. Ah. Ja. Ich hab's gewusst. Endlich, nach 4 Jahren wurde es auch mal Zeit, dass du es zugibst. Yes! Layla! Was denn? Das ist nicht so einfach. Warum meinst du, es war einfach für mich? Denk nur mal an die letzte Woche und ich weiß immer noch nicht, was aus Henry und mir wird. Ja. Ich weiß, es ist ziemlich mies von mir, meinen Liebeskummer als Druckmittel einzusetzen. Aber wenigstens ist meine Lage dann zu etwas Nütze. Ich bin nicht so offen und mutig wie du. Ich kann Dinge nicht so gut ausdrücken. Ich würde mich nie trauen, Clement meine Gefühle zu gestehen. Ach Mann. Ich könnte niemals den ersten Schritt machen. So kann das mit euch ja nichts werden, Mensch. Aber immerhin hat er dich an dem Abend bei dir zu Hause in den Arm genommen. Ja, hey, du hättest doch schlafen sollen. Erwischt. Ich bin bloß einen Moment lang aufgewacht, genau zur richtigen Zeit. ja. Jasmin, Clement ist verrückt nach dir, das sieht jeder. Wenn Clement das hören würde, würde er mich umbringen. Ach, kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, wir streiten uns ständig. Er sieht mich nur als Freundin. Nein. Ja, aber was sich liebt, das neckt sich. Weißt du, ich möchte wirklich nicht riskieren, ihn als Freund zu verlieren. Das habe ich mir gedacht. Na, und du? Nettes Ablenkungsmanöver. Sie hat sie wieder gefickt eingeschädelt, ne? Wie geht's dir heute? Besser, wie ich eben schon gesagt habe. Zurück zum Thema. Ich habe viel nachgedacht. Dabei bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass er mir fehlt und ich ihn über alles liebe. Ich bin bereit, ihm alles zu verzeihen und kann es kaum erwarten, mit ihm zu reden. Natürlich nur, wenn er das auch möchte. Wieso sollte er das nicht wollen? Ja, die Möglichkeit besteht. Ach, dazu liebt er dich zu sehr. Ja. Ich hoffe, du behältst recht. Sie merkt, dass ich wieder traurig werde und steht schnell auf. Und? Was soll ich heute Abend anziehen? Seit Monaten warte ich auf diesen Tag. Wir werden heute eine der besten Shows sehen. Du wirst sehen, das wird toll. Ja, bestimmt. Oh ja, wenn die wüsste. In ein paar Stunden sehe ich ihn endlich wieder. Ich habe allmählich Bauchschmerzen. Jasmin hat 2 der besten Plätze reserviert. Ich bin beeindruckt. Sie muss die Karten als eine der ersten gekauft haben und ich wage nicht, sie nach dem Preis zu fragen. Ich glaube, das wollen wir auch lieber nicht wissen. Wir sitzen beinahe in der ersten Reihe, im VIP-Bereich. Nur ein kleiner Gang trennt uns von der Bühne. Da hat sie wirklich viel bezahlt. Ich bin mir sicher, dass ich von hier aus seine Gesichtszüge beobachten kann und dass auch er mich sehen wird. Beim Gedanken daran, dass auch er mich sehen könnte, wird mir etwas mulmig. Ich dachte, ich könnte ihn ansehen, ohne selbst gesehen zu werden. Nein. Die Halle ist schon gut gefüllt. Fast alle Besucher sind weiblich. Viele von ihnen haben Banner und Poster dabei, die sie im passenden Moment ausrollen werden. Ich bin nun ziemlich nervös und angespannt und mir ist übel. Vollkommen verständlich. Ich fühle mich nun nicht mehr so selbstsicher wie vorher. Na, man muss halt auch bedenken, dass er halt ein Superstar so gesehen ist, ne, und total beliebt bei allen Mädels und so weiter. Und jetzt ist sie halt so diese eine, ne, und niemand weiß es. Und es ist aber trotzdem komisch, wenn man dann weiß, dass der Partner total angehimmelt wird, weil vorher dachte man, er gehört einem irgendwie selber. Aber also, man ist allein die Person, wo ihn anhimmelt, aber letzten Endes himmeln halt tausende von Mädchen diesen Mann an. Oh Gott, der Mann, den ich liebe, wird in wenigen Minuten auf die Bühne stürmen, umjubelt von 1000 Mädchen und ich habe ihn seit 7 Tagen nicht gesehen. Genau das, ne? Das macht einem halt dann doch wiederum Angst.